Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind... Ah, schöne Sonne. Wir sind hier an unserer Basis, werden uns aber eine Power-Rüstung schnappen, um mal der Enklave kräftig in den Allerwertesten zu treten, die sich in verstrahltem Meer aufhält. Und zwar in deren Bürokomplex, wo wir in der letzten Folge schon drin waren, aber ja, doch, hier noch nicht gescheitert sind. Na klar. Und was soll ich tragen? Ausnahmsweise nichts. Ich überlege, ob ich dich hier lasse. Ich überlege, ob ich mal wieder ein bisschen alleine durch die Gegend gehe. Weißt du was? Ausnahmsweise mache ich das auch mal. Ach, da stehst du. Ja, ich weiß, das ist deine Lieblings. Was gibt's? Hey. Was darf sein, mein Schatz? Was meinst du? Geht's dir? Was mir gehört, gehört auch dir, Liebling. Und sonst so? Was denkst du über unsere Beziehung? Mir gehen gerade ein paar ziemlich unanständige Gedanken über dich durch den Kopf. Also machen wir uns ganz gut, würde ich sagen. Okay. Aber... Wir sollten getrennte Wege gehen. Klar, ich gehe nach Hause und warte dort auf dich. Bleib nicht so lange weg, sonst fühle ich mich noch einsam. Ja, dann geh du bitte zur zum Starlight Drive-In. Du bist eh am Starlight Drive-In, das heißt, du bleibst hier. Kann ich jetzt mehr tragen? Jetzt kann ich mir 435 Sachen tragen. Das ist doch schon mal viel angenehm. Mehr. Wobei, ist das durch die Rüstung, oder? Ja, okay. Jetzt kann ich ein bisschen mehr looten, was mir sehr gefällt. Und wir werden jetzt ordentlich Butter bei der Fische machen. Wir reisen mich jetzt zurück zum verstrahlten Meer und werden uns mit den Leuten da mal auseinandersetzen. Beziehungsweise mal zeigen, wo der Fisch die Locken hat. Was? Legen wir los. Gerne wissen, was du schießt, Kollege. Ah ja, jetzt kann ich die ganzen Sachen klauen. Hahaha. Habe ich nicht die schöne Strahlpistole hier? Die haut er ganz schön rein, du. Will noch jemand? Komm zurück, verdammt. Ich bin ja nicht abgehauen. Bin ja immer noch hier. Da unten. Ist vielleicht schon wieder alles vorbei. Bist du hier im Ding drinne? Warum muss es nur so still sein? Hm. Okay, ich weiß nicht, wo er ist. Ja, nee, den Gefallen tue ich diesmal nicht. Diesmal sitze ich am längeren Hebel. Sesam, schließe dich.
Na? Wo bleibt er denn? Ah. Noch jemand ohne Fahrschein? So, was habe ich jetzt für Kram bei mir? Enklaven X02 MK3. Das ist quasi alles, was du auch hast. Ja, noch in der Nähe, mein Freund. Noch in der Nähe. So, den ganzen Schrott lassen wir mal liegen. Bis auf den, den ich brauche. Jetzt wieder weg. Wer kann sich denn so schnell bewegen? Ja, bewegen nicht. Ich bin einfach nur flink unterwegs. Moment. Soll ich jetzt da runterspringen oder was? Oh. Ich glaube, das Spiel will, dass ich einfach runterspringe. Ah, wird schon wieder radioaktiv hier. Das kann ich nicht tun, solange ich ein paar Ausrüstung trage. Kann ich den nicht verlassen, so ganz kurz? Dann würde ich mal ganz kurz da an den Schreibtisch ranstiefeln. Sicherheitstürsteuerung öffnen. Dann geht hoffentlich auch diese scheiß Sirene aus. Oder auch nicht. Ich habe es mit Berg gerechnet. Der Knochenfräser hat Schrauben vermutlich, okay. Tut ja ein bisschen die jungen Soldaten nur leid, ne? Spring. Was ist da gerade passiert? Das willst du gar nicht wissen. Das willst du nicht wissen, was passiert ist. Und die andere wollte das auch nicht wissen. Marken klaue ich, also der Rest ist mir egal. Aber warum habt ihr euch hier generell in diesem Ding verschanzt? Hier mitten in dem Ödland, sag ich mal. Das ist ja das Ödland vom Ödland. Hm, Wodka. Wodka ist geil. Wodka ist aber schön. Nur die Sirene gibt auf den Sack. Auch nicht genug da unten, was? Boah, dieses Töten gibt auf den Sinkel.
du mehr? Hast du noch mehr Stuff? Nö. Augenbots. Würde ich gerne selber einen haben, der mir so ein bisschen. Das Terminals hier. Aber irgendwie abstellen kann ich auch nichts, ne? Was genau bringt mir der ganze Raum jetzt hier? Das ganze Arsenal hier. Achso, den habe ich plasmatisiert, okay. Uniform des Colonels. Bringt das was? Nee, ich will. So, was habe ich jetzt eingesammelt? Was habe ich gerade eingesammelt? Aber ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was. Schöne Scheiße. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was. Verdammt. Aufklärungs. Nee. Hier ist das Ding. Ach, hier. Okay, ich hab's keine Ahnung dafür erhalten. Abwendung beenden. Erstmal das da bitte. Dankeschön. Gott segne Amerika. Ach, Ruhe und Frieden. Herrlich. So, jetzt können wir lesen. Nachrichten nur für den befehlshabenden Offizier. Ja, das bin lieber ich. Hinweis. Sind Sie berechtigt, auf Nachrichten zuzugreifen? Falls nicht, melden Sie sich für umgehende Disziplinarmaßnahmen bei Ihrem Vorgesetzten. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Eingang, weitere Befehle. Von zensiert, zensiert an Major Elias, Feldhauptquartier, Beginn der Nachricht. Major. Zur Kenntnis genommen, das Commonwealth von Massachusetts wurde als brauchbarer Standort für eine dauerhafte Operationsbasis festgelegt. Sollte Ihre aktuelle Mission problemlos verlaufen, werden wir Ihnen weitere Ressourcen zuweisen. In der Zwischenzeit empfehle ich, für ein größeres Hauptquartier geeignete Standorte ausfindig zu machen. Falls Zivilisten auf potenziellen Gelände ansässig sind, ist dies nicht verlang. Sie können entfernt werden. Beginn der Nachricht. Feldhauptquartier und Feldlager sind mit Ausnahme minimaler Probleme einsatzbereit. Die Bergung von Ausrüstung wird mit akzeptablem Tempo durchgeführt. Dies könnte meiner Meinung nach jedoch erhöht werden, wenn unserer derzeitigen Mission weiteres Personal zuteilt. Würde. Okay. Hinweis auf Höllenfeuer-Power-Rüstung. Major, die Händlerin hat uns davon in Kenntnis gesetzt, dass ein Mitglied der Geschmiedeten eine Rüstung verwendet, die zur Beschreibung der Höllenfeuer-Rüstung passt. Sie hat diese Person zuletzt in der Nähe des Hochpostens Bravo gesehen. Wir werden in Kürze eine Aufklärungspatrouille zusammenstellen, um dies zu bestätigen. Die Händlerin hat uns davon in Kenntnis gesetzt, dass eine ins Saurons Eisberg auffällige Gruppe namens Geschmiedete im Besitz einer schweren. Ja, hoch. Okay, genau. Das haben wir schon. Diese Händler aufgegriffen. Die in unmittelbarer Nähe des Lagers unterwegs war. Ich glaube, mit Hilfe einiger Zwangsmaßnahmen könnte. Okay. Haben wir auch schon gehabt, teilweise. Standort der Testerkanone. Ach, hier. Wir haben Grund zur Annahme, dass sich tatsächlich eine Testerkanone in direkter Nähe des Feldkorbquartiers befinden könnte. Verschieben Sie weitere damit verbundene Operationen, bis dies bestätigt wurde. Okay. Feldlager errichtet. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir unser Lager errichtet haben. Der Trupp wurde informiert und wir werden umgehend mit unseren Operationen beginnen. Gut, mehr haben wir hier nicht. Dennoch Befehle. Missionsanweisung. Errichtung eines verdeckten Hauptquartiers für die Irrführung. Genau. Feldhauptquartier in abgelegter Fallout-Zone südöstlich des Sektors errichten. Bergung wertvoller im Sektor befindliche Ausrüstung einleiten. Nicht Enklavenpersonal, das dem Standort des Hauptquartiers gefährdet, eliminieren. Auf weiteren Befehl von zensiert warten.
Geplantes Eintreffen der Ablöseeinheit zensiert. Und Feldlagerverteilung. Übersicht. Zusätzliche Lager an den beigefügten Standorten wurden genehmigt. Diese dienen zur Vorbereitung auf kommende Exkursionen. Sorgen Sie dafür, dass sie angemessen befestigt und gut ausgerüstet sind. Südliches Lager der Enklave. Gewählter Standort südlich des Galaxy News Network Gebäudes. Herausgegebene Ausrüstung, ein Lasergeschützturm, Standardbewaffnung und Munition. Okay. Östliches Lager. Östlich der Parse Estate Irrenanstalt. Ah, Lasergeschützturm und auch Standardwaffen und Munition. Und im westlichen. Zwei Lasergeschützturm, okay. Südwestlich des Dark Hollow Teichs. Okay. So, dann gucken wir mal. Südliches Lager der Enklave. Östliches Lager der Enklave. Und irgendwo ist das westliche. Ja, das westliche Lager der Enklave. Dann würde ich sagen, begeben wir uns als nächstes zum südlichen Lager, ne? Das ist ja ganz in der Nähe. Haben wir es da mit einer Aufgabe eigentlich verbunden irgendwie? Nee, ne? Nö. Doch, da. Das südliche Lager habe ich schon. Ah, ne, südlich, östlich, westlich. Okay. Dann würde ich sagen, begeben wir uns zum südlichen. Hier irgendwas? Nö. Ich mache mal aus. Ich glaube, wir sind nicht alleine. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind nicht ganz alleine. Aber klar, ist ja klar, weil ich nicht lange auf sich warten lässt. Aber erstmal ein Schloss knacken. Das machen wir im Vorbeigehen. Schafft. Okay. Ich weiß gerade nicht, wo die sind. Und schon wieder ein Klo abgeriegelt. In was für Welten leben wir, wo Toiletten abgeriegelt werden? Ich weiß gar nicht, ob die Marken für irgendwas wichtig sind. Das ist ein freaking Wörterbild. Der hat jetzt rumgewedelt. Oh. Gut, der ist erledigt, würde ich sagen. Oh, voller Kanal. So, erstmal Strom aus. Weltenfeuersoldat der Enklave. Ja, was ballert da immer noch rum? Ach, der da. Echos der Vergangenheit. Abgeschlossen. Ich hätte eine Aufgabe mit Echos der Vergangenheit. Ach, das war die Aufgabe, alles klar. Rums. Den nehmen wir mit. Wellenfeuer MK6 Torso.
Geht auch noch nicht, oder? Nee. Meins. Verdammt. Wie viel habe ich zu viel? Hast du denselben Kram? Ja, ne? Den Klaben mag ich nicht mit. Ah, das ist auch dasselbe Krempel, ne? Wildenfeuer, MK. Ja, okay. Was hast du hier? Vergrößertes. Großes Magazin. Verlängertes großes Magazin. Ja. Okay, genau das gleiche. Aber ich habe nicht so viel. Habe ich auch was an Schrott, was ich gar nicht brauche? Oder was ich immer wieder kriegen kann? Na gut, geht das gegen Gewicht. Pass mal auf, die kannst du haben. Ich glaube, der Raketenwerfer brauche ich auch nicht dringend. Ne, bin ich schon unter Mitten. So, will ich den nochmal kurz abchecken? Haben einfach mal ein Vertibird abgeknippelt. Das ist ein MX. Ach, das ist eine andere Waffenart. Ach Gott. X02 MK3. X02 MK5. Du hast. Ich will eigentlich auch mehr mitnehmen. Warte mal, ich habe ja ein Level Up, ne? Die Frage, kann ich die Stärke einfach noch machen plus 50 Kapazität? Naja. 460. Ich hätte bestimmt nicht alles mitnehmen können, oder? Wie viel Feuer bin ich? Oh, 93. 73. Autsch. Ich kann doch nicht mit den Dingen nach Hause latschen, so langsam wie ich bin. Aber wir haben verschiedene Enklave-Klamotten, ne? Ich habe hier die schöne X02 MK2. Hier ist X02 MK5. X02 MK3. Höllenfeuer MK6. Wir haben so viele Anzüge. Jetzt lohnt sich sogar eine ganze Sammlung aufzumachen mit verschiedenen. Die hat auch schon 20 Gewicht. Was mich auch behalten. Sieht auch cool aus. Also, die Marke mache ich auch noch. Kann ich da was anderes abtreten, was ich momentan gar nicht brauche? Weil angenommen, es gibt ja die allen Schrott, den ich habe. Reicht auch nicht, wa? Nee, schade. Dann kann ich alles ein bisschen schleppen. Aber die wussten sofort, wo wir sind, ne? Also die Enklave hat definitiv gute Meldungen, was das angeht. Was ich machen könnte? Ich glaube, am Eingang hier oben gab es eine Kiste. Ich könnte da erstmal ein paar der Klamotten reinschmeißen. Zurückgehen. Also zur Basis. Erstmal alles in die Kiste schmeißen, wieder herkommen und die letzten Rest holen. Und dann kümmern wir uns um die Enklave. Ich habe richtig Bock, die Enklave jetzt down zu machen. Todesgras ist auch schon verschwunden hier. Ich glaube, es gab hier doch eine Kiste gleich links, ne? Ja, hier, genau. Pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Dann gebe ich die eine komplette Rüstung schon mal ab. Und zwar die Willenfeuer. Ne, die MK3. So.
Die hole ich gleich ab. Wir werden uns ganz schnell nach Hause begeben, zum Starlight Diner, wo unsere liebe Frau auf uns wartet. Da kann ich auch gleich die ganzen Waffen abgeben erstmal, die ich nicht brauche. Ich, die beiden. Und natürlich den Stabilisierer. So, Ding. Kam da. Das kam auch so weg. Ich könnte ja auch eigene Power-Rüste gleich umrüsten, ne? Pass mal auf, wir nehmen die drei weg. Und dafür setze ich dir einfach eine komplette Enklave Höllenfeuerrüstung an. So, Höllenfeuer MK6. Was warst du für eine Höllenfeuerrüstung? Ach, hier neben. Du warst die MK6, nur du warst die geklaute MK6. Gut, haben wir zwei MK6. Was bist du für ein Kram? Du bist die Raider? Power Raider, okay. So, T45, T51. Du bist die normale Höllenfeuer. Du bist auch T45. Aber der T45 fehlt ein bisschen was. Nee. Der T45 ist hier noch. So. So. Jetzt habe ich drei klare Dinger, ne? So, du bist Höllenfeuer MK4. Höllenfeuer normal. Höllenfeuer MK6. Auch MK6. Ach, wir haben so viele Klamotten schon. Ah, ja, noch einer. X01, du bist ja gar nichts. Du hast ja gar nichts dran an dir. Aber pass mal auf. Die beiden Sachen nehme ich da auch weg. Ich habe ja noch so viel anderen Kram. Warte mal. Power Raider Helm? Warte, ich zwei Torsos. Brauchst du auch nicht. Komm mal her, ich habe hier was für dich. So, linker und rechter Arm haben wir. Da haben wir hier das linke Bein, das rechte Bein. Den Helm kannst du haben und den Torso kannst du haben. Dann haben wir die komplette Raider-Klamotte, keine Ahnung. An dir bin ich nichts dran, da kommt der andere euch dran. Zwar eigentlich Spaß, was ich hier mache, weiß ich auch, aber ich sag mal so, ne? Was ich habe, habe ich. Wobei bei der noch viel fehlt, ne? Ist die 51er und 51B. Naja. Gut, dann mal ganz kurz den Rest der Brigade holen. Habe ich Bock drauf? Und dann geht's zum südlichen Lager. Und bei meinem Talent. Ah ne, ich hab's hier oben abgelegt. Schon gut. Was wollte ich gerade sagen? Der Typ bestimmt schon despawned, aber. Na ja gut, die werden bestimmt despawned sein, ja, aber das dürfte alles. Ah ne, ist wieder okay. Da oben kommt man nicht, ne? Aufs Dach kommt man von der Seite aus nicht, wie es aussieht, ne? Aber da dürfte eigentlich nichts mehr drauf sein. Oder ist der Generator noch an, wieder? Das wäre jetzt eigentlich interessant, wenn er an wäre. Gut, dann habe ich jetzt die Rüstung. Der Wirtibird ist weg. Die Besatzung ist weg. Nur die hier drinne hat überlebt scheinbar. Und dann begeben wir uns jetzt zum südlichen Lager. Ja, wir haben uns einfach von... Oh, gibt es noch was im Umkreis, was ich entdecken kann? Da ist noch was zum Entdecken. Wenn ich mal hier bin. Aber nee, wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge.
Weil ich sehe gerade, wir sind bei 30 Minuten. Deswegen geht es in der nächsten Folge Richtung dem Häuschen da hinten. Was uns auch immer da erwartet. Ich weiß es nicht. Ich sag danke fürs dabei sein und fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.